Herr Grabherr, Sie sind Landessanitätsdirektor an der Volksschule Göfeskirch. Da gab es einen Masernfall, der heute bekannt wurde, oder beziehungsweise schon gestern bekannt wurde, aber heute wurde darüber berichtet. Was genau ist passiert? So, über das Masern ist eine meldepflichtige Erkrankung und gestern wurde der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch von einem praktischen Arzt dieser hochgradige Verdacht auf Masern gemeldet. Dieses Kind wurde dann auch fachärztlich vorgestellt und da hat sich diese Verdachtsdiagnose von Masern bestätigt. Deshalb ist heute, es gibt in Vorarlberg ein sogenanntes Seuchenteam, ein Infektionsteam, das aus mehreren Ärzten und Sachbearbeiterinnen der Behörde, also der Bezirkshauptmannschaften, besteht. Und dieses Seuchenteam ist heute bereits um 8 Uhr aktiv geworden, ist in die Schule gegangen, ist in die Familie gegangen und hat einfach alle möglichen Kontaktpersonen dieses an Masern erkrankten Kindes quasi erhoben. Da wird überprüft, ob diese Personen, die mit diesem Kind Kontakt gehabt haben, ob die gegen Masern geschützt sind oder ob die Masern durchgemacht haben. Das muss durch eine Blutabnahme nachgewiesen werden. Wenn eine Person zweimal geimpft ist oder Masern durchgemacht hat, dann besteht keinerlei Gefahr, dass diese Person an Masern erkrankt. Für alle anderen Personen aber, die weder geimpft sind noch Masern durchgemacht haben, da besteht natürlich höchste Gefahr, dass sie sich auch mit Masern infiziert haben. Masern ist eine sehr infektiöse, also eine hoch ansteckende Erkrankung. Und alle diese Personen, die keinen Schutz nachweisen können, die erhalten dann dürfen dann einen sogenannten Absonderungsbescheid, das heißt, dass sie nicht an den Arbeitsplatz dürfen und auch Kindern die Schule nicht besuchen dürfen, weil möglicherweise sie auch mit Masern infiziert sind und die Erkrankung innerhalb von der Inkubationszeit auch bei ihnen ausbrechen wird. Und wie groß ist jetzt die Gefahr, dass sich die Erkrankung in weiteren Teilen Vorarlbergs ausbreiten wird? Ist die Erkrankungsgefahr jetzt eingedämmt, um das so zu sagen? Oder? Sagen wir so, das ist schwierig zu beurteilen. Das, wie ich vorher angeführt, das hängt natürlich einfach ab von der, wie soll ich sagen, von der Empfänglichkeit oder vom Schutz der Personen, mit dem dieses Kind Kontakt gehabt hat. Wenn die Umgebung dieses Kindes, die Familie, die Schulkameraden, die Lehrer oder auch in der Ordination, wo dieses Kind Kontakt mit Personen gehabt hat, wenn alle diese Personen gegen Masern geimpft sind, besteht null Gefahr, dass diese Masernerkrankung sich ausbreitet. Wenn natürlich sehr viele Kontaktpersonen dieses Kindes nicht gegen Masern geschützt ist, besteht sehr wohl die Gefahr, dass diese Erkrankung weitergeht und es zu Zweit- oder zu Drittinfektionen kommt. Okay, und ich habe auch mitbekommen, dass jetzt Kinder, die nicht geimpft sind, die Schule für eine gewisse Zeit nicht aufsuchen dürfen, um sich nicht anzustecken. Sagen wir so, nicht, das ist vielleicht nicht ganz korrekt ausgedrückt, nicht, dass sie sich nicht anstecken, sondern diese Kinder sind bereits möglicherweise angesteckt. Bei den Masern ist es so, dass die Ansteckungsfähigkeit einer Person bereits 4 Tage vor dem Hautausschlag, diesem typischen Masernhautausschlag, auftritt. Das heißt, dass also ein Kind oder eine Person, die an Masern erkrankt ist, bereits 4 Tage bevor sie an diesem typischen Hautausschlag erkrankt, bereits andere Personen anstecken kann. Und dieses Schulverbot oder das Schulbesuchsverbot, das Sie angesprochen haben, das wird deshalb ausgesprochen, damit Personen, die möglicherweise infiziert sind, nicht wieder andere Personen anstecken können.